Was ist der Inhalt einer Stellenbeschreibung? Nun, der Inhalt einer Stellenbeschreibung, da ist zunächst mal die Stellenbezeichnung. Manchmal hat die Stelle sogar auch eine Nummer. Ja, dann ist das da auch aufgeführt. Dann ist da ganz wichtig die organisatorische Eingliederung. Kommt in Deutschland immer ziemlich weit oben in der Stellenbeschreibung. Das heißt, wem übergeordnet und wem untergeordnet? Wer ist sozusagen der neue Chef bei dieser Stelle hier? Dann die Stellenaufgaben bzw. Ziele. Die Stellenbefugnisse, ich lasse das Stellen jetzt mal weg, weil es immer wieder kommt. Befugnisse, Stellenbefugnisse, die Stellenanforderungen und die Stellvertreterregelung. Ja, das sind so die wesentlichen Elemente. Inhalte einer Stellenbeschreibung. Die Bezeichnung, oft mit Nummer, die organisatorische, vielleicht schreibe ich das nochmal auf, organisatorische Eingliederung, wem übergeordnet, wem untergeordnet. Das heißt das. Die Einordnung in der Hierarchie, die Stellenaufgabe, die Stellenbefugnisse, die Stellenanforderungen und die Stellvertreterregelung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link. Unter diesem Video, dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.